Liebe Kinorennenbesucher und liebe Kinobesucher, ich freue mich, dass ihr den Weg in den Magdeburger Moritzhof gefunden habt, um an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalt zum Europäischen Jahr der Entwicklung teilzunehmen. Heute wird passend zum Themenmonat August der kontroverse Film Versuchslabor Armut gezeigt. Und in dieser Dokumentation wird die humanitäre Hilfe versuchsweise mit einer Herangehensweise aus der Humanmedizin durchgeführt. Ich bin selbst der Meinung, dass die finanzielle staatliche Entwicklungshilfe die sogenannte ODA-Quote bei mindestens 0,7% des Bruttonationaleinkommens liegen müsste. Deutschland und die weiteren EU-Mitgliedstaaten haben schon vor 4 Jahren hierzu sich verpflichtet. Doch nur die wenigsten haben einen messbaren Fortschritt in dieser Steigerung dieser nationalen Quote erzielt. Deutschland beispielsweise hat nur 0,4% bis jetzt. Nur 4 Staaten haben dieses Ziel erreicht. Ich wünsche ein interessantes Kinoerlebnis und eine gute Diskussion im Nachgang mit Frau Hasenkamp von der Universität Magdeburg. Und sende beste Grüße aus Brüssel, ihr und euer Anne Lietz. Tschüss.